das sieht hier schön schäbig aus. Da stelle ich ihn dazu. Also wenn der nicht anbeißt, der muss doch einen Handstand machen vor Freude, dass ich jetzt hier bin. So, wenn ich hier nicht richtig bin, bin ich falsch. Kuckuck. Hallo. Na, hier ist der Diet. Und du bist? Alicia. Und das Hallo, ist Melanie. Melanie. Hi. Super. Wo muss man rein? Hinter Melanies aufgeräumtem Leben verbergen sich große Sorgen. Um die Sicherheit ihrer Tochter, um den Job, um die ganze Existenz, die auf einem uralt BMW aufbaut. Also, Auto gibt auf, ein anderer Wagen muss her. Ja. Damit die Kurze im Kindergarten kommt, du zur Arbeit. Richtig. Und wenn du frei hast, musst du noch aushelfen mit irgendeinem familiären Ding. Genau. Ja, da hätte ich so gesehen schon wieder geschlossen, ne? Aber du hältst da durch. Ich halt durch, ja. Das ist ja Wahnsinn. Gut, das eine ist ein Fahrzeug zu besorgen, aber das andere sind die Mittel. Was hast du denn für mich? Also ich habe natürlich mein Auto. Das Ganze gibt es dann nochmal in zweiter Ausführung als Ausschlachtauto. Das steht bei meinen Eltern in Niederbayern. Als Schlachtwagen? Ja. Also da werden Teile abgeschraubt, um dein Fahrzeug am Leben zu erhalten. Ja, richtig. Ist ja noch was? Die Hälfte von den Teilen aus dem Ausschlachtauto sind schon da drin. Also. Donnerwetter. Eine K.O.-Kiste und ein Schlachtfahrzeug. Minus mal Minus gibt in diesem Fall leider nicht Plus. Leider kann auch Meister Müller nicht zaubern. Was hat Mama so gespart? Weißt du das? Was gibt's denn? 1.500 hart erspartes. 1.500 hart erspart. Und ein BMW Kompakt, der unten steht, plus ein Schlachtwagen on top, der bei deinem Stiefvater steht. Richtig. Diet macht sich keine Vorstellung, wie fertig die Prinzessinnenkutsche wirklich ist. Junge, Junge, Junge. Jo. Da läuten schon die Glocken, hörst du das? Ja. Alarmsignale, ne? Also hier war das mal mit dem Radlauf. Und hier ist er mal hängen geblieben. Und hier vorne mit Kleber repariert. Ja, da ist mir vorne einer mit der Anhängerkupplung reingefahren und ist abgehauen, ja. Und mir ist dann bloß während der Fahrt aufgefallen, da klappert irgendwas. Ich habe es dann vorne gesehen, hier das runde Loch. Das runde Loch, okay. Dachte ich mir, das kann nur daher kommen. Und verstehe. Dann musste ich es leider kleben. Und der Eindruck wird auch nicht besser, als Melanie den Motor anlässt. Oh Mann, ey. Was willst du eigentlich haben? Was brauchst du? Ich brauche auf jeden Fall ein sehr zuverlässiges Auto, ja, das die langen Fahrten mitmacht. Ja. Günstig im Unterhalt ist. Günstig im Unterhalt ist. Kein Stress macht. Richtig. Okay. Und von diesem musst du dich jetzt auch trennen, das möchte ich so. Ja. Weil das Ding bringt für dich nur Probleme. Ja. Ne? Da hast du ja noch mehr Stress. Das kann es ja nicht sein. Das leidige Thema ist natürlich die Sache mit dem Geld. Ne? Also ich bräuchte von dir jetzt die 1,5. Mhm. Ich bräuchte die Papiere zu diesem Wagen. Jo. Und dann heißt es für dich Daumen drücken. Weil eins steht fest, danke dir. Hier sind die Scheine. Da sind natürlich jetzt viele Wünsche. Mit 1,5 hört sich immer gut an. Aber letztendlich, was die Dame braucht, ist mit dieser Aktion kaum zu schaffen. Das wird schwierig. Ja, bin ich hier richtig oder bin ich bescheuert? Der Lars, der macht ja in Altfahrzeugen. Und der muss mir ja mal ein bisschen unter die Arme greifen. Solange das Auto keinen Motor- oder Rahmenschaden hat, sind Unfallwagen eine echte Alternative. Sie sind günstig zu haben und mit dem richtigen Know-how vergleichsweise einfach zu reparieren. Oft haben die Schrotthändler selbst zu wenig Zeit. Das weiß Diet und da wittert er Geld. Jetzt muss Verwerter Lars Mitsching nur noch einen passenden Kandidaten haben und mitspielen. So, schau's mit. Ja, da brauchen wir uns, glaube ich, gar nicht bücken. Die sind durch, ne? Die Kandidaten dort hinten. Diese hier? Die drei da, ja. Ja, was ist das hier für ein Renault? Was damit? Ja, das ist eine Sicherstellung von der Kripo. Das ist von dem Drogenbaron aus Berlin. Der hier? Der da, ja. Ja, nee, da lass mal. Was ist mit dem hier? Für dich? Tja, der hat auch schon was erlebt, wa? Den Brief beantragen für den. Hast du keine Papiere für? Papiere sind weg. Den hast du tiefer gelegt, was ist denn da passiert? Das war leider ein Hochwasserschaden von Simbach, ja. Ach du Scheiße. Den wirst du wohl auch nicht mehr trocken saugen können. Da brauche ich mich, glaube ich, nicht weiter mit beschäftigen. Nein. Da hängt was ist das? Schicksale dran. Über ist die A-Klasse. Die A-Klasse. Da denkt man an Ausweichmanöver, die auf der Fahrertür enden. Wischer, der muss nicht gemacht werden. Ist der raus oder was? Der ist, glaube ich, rausgesprungen, ja. So ein paar kleine Macken hat er. Spiegel, rechte Seite ist hier. Was ist das hier? Da haben sie mal eine andere Tür. Wahrscheinlich nichts anderes gefunden. A-Klasse habe ich eigentlich ein bisschen Angst, ne? Oh, kommt sogar noch. Ja. Läuft. Batterie ist aber auch schon ziemlich durch, wa? Die laden wir noch.
Ja, laden wir noch. Ja. Du brauchst was Günstiges, hast du gesagt. Der günstig ist ja in Ordnung, aber Schrott darf es auch nicht sein, weil ich muss das Ding auch weiter drücken. Ne? Wenn bei der Probefahrt noch Mängel on top kommen, ist die A-Klasse wieder raus. Schrottpresse oder Diet Müller, das sind die Alternativen für den kleinen Stern. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist mit der Karre los? Also Auspuff, bläst raus, das ist schon mal da der erste. Dann zieht das Ding auch noch voll nach links, was hat der, zu wenig Luft oder ist ja aus der Spur raus? Ey, kann aber nicht wahr sein, muss ich mal gucken. Geht der noch bekloppt da. Total glatt. Ja, der hat doch nicht mal mehr ein Bar drauf, ey. Jetzt musst du hier wieder aus Schrott Kohle machen oder was? Oh, Lars, ich hab Angst, du. Was sagst du denn? Ja, der hat's doch eigentlich hinter sich. Weißt du was? Der läuft aus der Spur, ne? Ja. Platten. Du willst was Billiges? Ja, aber was der ist billig. Ja, was willst du denn? 800. Ach, hör doch auf. Was? Das kannst du mir doch nicht antun. Mach mal 500. Ist das okay für dich? Für einen guten Zweck? Also, pass auf. Ich fass mal kurz zusammen. Eventuell brauche ich einen Wischermotor. Spiegelbefestigung, Schweißgerät. Bühne ist klar. Ich muss gucken, ob er auf die Achse gekriegt hat oder ob es nur an den Gummis sich ein bisschen Luft auf die Schläuche pustet. Ja. Ja, umlackieren ist natürlich immer schade. Sitzbezüge oder eine Ausstattung. Vielleicht hast du auch noch eine Tür. Das wäre geil. Ne? Ich muss einfach sehen, dass ich mit dem Geld haushalte. Ja. Ich kann nicht zu viel investieren. Ich muss was rausholen, nicht investieren. Ne? Weißt du? Ist okay. Da bin ich echt in einer blöden Situation. Also, kann ich auf dich bauen? Kannst du auf mich bauen. Mach mal einen Komplettpreis und ich darf ins Lager? Auf jeden Fall. Hand drauf. So machen wir's. Also. Guter Mann, gute Werkstatt. Ich fahr rein. Okay. 500 Euro für einen A170 und der Zugriff aufs Teilelager ist inklusive. Aber setzt Diet Müller hier wirklich aufs richtige Pferd? Jetzt kann's losgehen. Aber lohnt sich der ganze Aufwand überhaupt? Ein A170 CDI mit 200.000 Kilometern auf der Uhr ist im Netz ca. 1.000 Euro wert. Erstmal ein Riesenkompliment und ein Dankeschön. Ja, dank deiner Hilfe. Normal ist das nicht. Daumen drücken, hier muss es rascheln. Ich brauche Scheine. Hau rein. Also. Bis nächstes Mal. Danke. Ja. Servus. Ja, was ist hier alles passiert? Ein fertige A-Klasse rangeholt und dann Auspuff gewechselt, geschweißt, Scheibenwischer, Spiegel klar gemacht, Innenausstattung gewechselt, Tür gewechselt, zum Glück eine in der identischen Farbe. Das ist wie sechs richtige. Ja, und wo steht man jetzt? Komplettpreis 500. Ganz wichtig, sowas muss man vorab klar machen. Es entstehen immer Folgekosten, da kommt eins zum anderen. Aber so geht die Rechnung auf. Und was kann ich dafür jetzt kriegen? Jo, TÜV ist noch drauf, gereinigt. Ich sag mal, ich bin mutig. Zwischen 1500 und 2 Mille klopft mich mal an. Melanies BMW war im Netz ein echter Ladenhüter. 0,0 Anfragen. Da hilft nur Vorortbearbeitung nach Müllerart. So, das sieht hier schön schäbig aus. Da stelle ich ihn dazu. Also wenn der nicht anbeißt, der muss doch einen Handstand machen. Vor Freude, dass ich jetzt hier bin. Einen Handstand macht der Händler leider nicht. Auch keinen Luftsprung. Und haben will er den BMW schon gleich gar nicht. Bei Herrn Müller sinkt die Laune. Wenn alles andere nicht mehr hilft, dann kommt eben die Holzhammermethode zum Einsatz. Überfall, an die Wand reden und abkassieren. Das Geheimnis? Gegnerische Argumente werden wegignoriert. Jetzt guck dir diesen Luxus mal an, du. Boah. Ja, was hier? Moment. Das ist ein korrekter Kompakt, ne? Jawohl. Also, ne? Ein bisschen Sportlichkeit haben wir ja noch durch Alufelgen, wenn du jetzt hier mal rumschaust, ne? Was natürlich für dich wichtig ist als Händler, hier hast du noch ein bisschen was Guthaben. Ne? Bis Februar, oder? Nee, März. Das ist auch ein Monat mehr. Ne? Ja, okay. So, was hältst du davon? Was willst du denn haben? Pass auf, normalerweise so ein Ding, 550 ist in Ordnung. 550? Ja, ich komm doch hier nicht irgendwie, der hat doch noch TÜV, der hat hier Alufelgen drauf. Natürlich hat er mal so ein paar kleine Stellen, die nicht mehr ganz so schön sind. Ne? Aber ich will dir ja auch nicht das Geld aus der Tasche reißen, sondern ich bin hier, um dir einen guten Deal vorzuschlagen. Ja, da lachst du. Ein gutes Deal ist was anderes. Khalid ist ja auch nicht erst seit gestern Händler. Die Argumente von Diet belustigen ihn zwar sehr, überzeugend sind sie leider keineswegs. Wir machen das so. Erzähl mal. Kopf oder Zahl? Mhm. Kopf 500. Und Zahl? 400. 200. Nee. Nee, so läuft also, wenn schon, denn schon, oder? Wir sind hier nicht auf dem Teppichhandel, das geht hier auch nicht, durch. Das geht auch nicht. Diet hat offensichtlich einen Nerv getroffen. Handeln nein, zocken ja. Khalid lässt sich auf das Glücksspiel ein. Also nochmal fürs Protokoll. Kopf 500. Kopf 500. Zahl 350. 350. Jetzt pass mal auf.
Na, haben wir gute Laune? Nein. Komm her, Kasse. Alles klar, jetzt sind wir viel. Det hat gepokert und gewonnen. Du hast ja wieder alles. So, ich danke dir. Das ist die Farbe des Glücks und ein Weg zum Erfolg. Bist ein feiner Kerl, Schlüssel steckt, Papiere hast du. Alles klar. Ich gehe jetzt weiter und lass mich neu besohlen. Das Ding hat Zukunft. Ja, moin, die Damen und Herren. Ne? Ja, hi. Ja, ja. Die Chefin, die ganz Große. Und du bist hier der Boss. Servus, grüß dich, so ist's. So, pass auf. Also. Aktuell sieht es nicht sehr rosig aus. Det hat 1.500 Euro in der Tasche sowie eine Mercedes A-Klasse mit 200.000 Kilometern und Rest-TÜV. Er hat weder einen Käufer für das Auto, noch einen Plan, wie er an mehr Geld kommen kann. Gibt's da irgendwas, was man schnell zu Geld machen kann? Habt ihr da irgendwas? Also Geld locker zu machen ist ganz schwierig, weil wir ein reparaturbedürftiges Dach haben. Das muss unbedingt gemacht werden, jetzt noch vor dem Winter. Wie leckt's rein, oder was? Ja, es ist ziemlich marode. Das ca. 250 Quadratmeter große Dach des Haupthauses sorgt für schlaflose Nächte. Die Schindeln sind nicht befestigt. Sie werden nur durch das eigene Gewicht in Position gehalten und liegen einfach nur auf. Wenn der Wind nur eine Schindel anhebt und sie verbläst, kann es zu einer Kettenreaktion kommen und das ganze Dach abdecken. Det kommt nicht weiter. Die Eltern können Melanie kein Geld geben, weil sie gerade selbst jeden Cent für das neue Dach brauchen. Plötzlich hat Mutter Eva eine geradezu ketzerische Idee. Seine Autos? Was? Meine Autos? Was heißt so? Moment. Was heißt hier Autos? Nix, da gibt's gar nichts. Wir haben jetzt ziemlich viele alte Autos rumstehen. Ah, alte Autos, wenn ihr sowas schon her. Das sind Unikate. Also gute oder schlechte? So wie er es auch. Ich sag gut, du würdest wahrscheinlich sagen schlecht. Kann ich mir lieber angucken. Wenn du ein Bier magst, schon. Brauche ich erst eine Betäubung? Wenn man in meinen Stall geht, dann muss man Bier mitnehmen. Also die Bude ist aber geknallt voll, wa? Ja, schon langsam geht der Platz aus. Was hast du denn alles gesammelt? Ich meine, gut, was ist das hier? Das ist eine koreanische Rennmaschine, die kein Schwein kennt. Ah, 116er S-Klasse. Den habe ich, den mag ich auch. Was ist damit los? Der ist schön zugedeckt, ja, weil er darauf wartet, dass die Benzinpumpe erneuert wird und dann. Achso, wenn es nicht fahrtauglich, Benzinpumpe ist K.O. Benzinpumpe ist momentan im Eimer und ich denke, einer von den Kupplungszylindern gehört auch erneuert. Die S-Klasse ist nicht der einzige Benz, der in der Scheune sein Dasein fristet. Warum ist die Kiste so eingegrindet und sieht so zugekackt aus? Hey, was ist das hier alles? Es ist hier ein total zugiger, offener Stahl, wo Vögel leben, Katzen, Mäuse, alles hier ist. Hinzu kommt noch ein BMW aus den 70er Jahren, ein E3. Der ist mehr oder weniger karosseriemäßig topfit. Das ist ein 76er 3 Liter SI. Naja, topfit, ey. Ich meine. Das ist nur Staub. Nee. Und da ist ein bisschen Unterbodenschutz. Ja, aber. Wann warst du denn das letzte Mal da dran? Vor 10 Jahren oder so. Und noch ein zweiter E3. Hat Det langsam Dollarzeichen in den Augen? Ja. Und das Ding hier, ne? Wie lange lief der nicht? Der ist das letzte Mal vor 2 Jahren gelaufen und hier reingefahren. Nee, das kannst du mir nicht erzählen. Der ist doch nicht selbst hier reingefahren. Auf jeden Fall. Ach, hör auf, ey. Und das hier ist der Schlacht-BMW, von dem Melanie mir erzählt hat. Genau, das ist praktisch genau das identische Auto, nur mit dem 1,9er Motor statt dem 1,6er. Ja gut, den kannst du aber auch zusammenfegen. Und was ist denn mit Boote, machst du auch oder was? Habe ich mal letztes Jahr zugelegt. Aber durch das, dass ich jetzt die Hütte gepachtet habe, ist natürlich der Sommer absolut. Ja. Also mit Z-Antrieb, das ist ja auch wieder interessant. Eimer. Jo, Castoldi Jet, 4-Zylinder BMW-Motor. Okay, ist das angemeldet. Ist interessant, ja. Das finde ich schon echt interessant. Was ist mit dem los? Welcher Motor? 250er T-Modell, Baujahr 88, kurz vor H. Oh, der ist aber eingeschimmelt. Schiebedach, Sitzheizung, Anhängerkupplung, 90 PS Laster. Junge. Sag was. Anti-Schimmel-Projekt. Der ist ja total verfault von innen. Wenn du die Kiste sauber haben willst, dann brauchst du einen Kercher, einen Schutzanzug und am besten was vom Onkel Doktor oder aus der Apotheke. Weißt du was? Jetzt müssen wir erstmal einen Fahrplan zusammenbauen.
Du hast hier so viel Schlitten. Ja. Dass ich mir jetzt hier einen rauspicke, sehe ich nicht. Was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen volles Risiko gehen? Frei nach dem Motto, dann macht es eben die Masse. Det will Harrys stehenden Fuhrpark abholen lassen und versteigern. Der Deal? Vom Erlös soll Harry 10% für Melanie abgeben und mit dem Rest sein Dach dicht machen. Das heißt, für dich wird vielleicht noch was hängen bleiben, wegen eurem Dach. Ist ja auch ganz wichtig. Ja, klar. Winter steht vor der Tür. Und für mich könnte was hängen bleiben, um wieder ein bisschen Geld im Pott zu kriegen. Und du hast wieder Platz und sie bringt dir nicht aufs Dach oder Nacken und sagt, ey, pass auf, ich hab die Schnauze und deinen ganzen Oldtimer voll. Kann wieder neue Oldtimer kaufen. Ja, das sagst du jetzt, ne? Das dürfen wir eh nicht erzählen, sonst kriegen wir echt richtig Ärger, ne? Wir müssen los. Alles klar, mach mal. Autos hat Det jetzt genug. Allein kann er das aber nicht stemmen. Er braucht Helfer. Und ein passendes Fahrzeug für Melanie sucht er ja auch noch. Vielleicht lassen sich ja zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Die Fahrzeuge, die der Markt im Moment hergibt, sind entweder zu teuer oder zu alt. Egal wie bombastisch Zwischenhandel und Auktion laufen, Unsummen wird Det nicht aufbringen. Also muss Meister Müller seine persönlichen Kontakte aktivieren. Rein ins Auto und ran ans Telefon. Persönliche Ansprache ist immer noch am besten. Und Det hat Glück. Kollege Rudi Dietl im niederbayerischen Straubing handelt zwar eher mit Nutzfahrzeugen, aber er hat gerade einen vielversprechenden Seat Ibiza am Start. Pass mal auf, ich komm mal rum, ne? Stell den Wagen schon mal ins Trockene. Bei dem Mistwetter wollen wir uns auch nicht nass regnen lassen, ja? Alles klar. Bye, bye. Bis dann. Also, das war Rudi. Rudi kann mir ein bisschen unter die Arme greifen, aber er hat einen unvernünftigen Preis, ne? Es geht aber um einen Seat. Den schaue ich mir jetzt an.